Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einem neuen Video zum Thema Führerschein. Diese Frage wird sich ja immer wieder gestellt, darf ich mit einem normalen Pkw-Führerschein ein Wohnmobil fahren? Ihr könnt in Nordamerika mit dem rosanen Lappen oder mit dem Kreditkartenführerschein fahren. Um ein Wohnmobil in Nordamerika zu mieten, müsst ihr in der Regel 21 Jahre alt sein. Bei einigen Vermietern müsst ihr 25 Jahre sein. Wenn ihr weitere Informationen dazu sucht, schaut einfach auf unserer Canusa Homepage nach oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein auf unserem Canusa YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!